Hallo meine lieben Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft, immer noch im Teufelswald. Jetzt haben wir endlich hier Kelnir, Bloodlied gefunden, aber auch natürlich als Soba Rachtotem, wieder schöne Namen. Erstmal hier die Quest bei ihr abgeben. Oh hi, hat Phalus euch geschickt? Wie schön, dass er sich daran erinnert hat. Blutgipfelposten ist voll und ganz von diesen furchtbaren Schleimdingern überfüllt. Und dieser arme Tauren hier ist der einzige, der noch übrig ist. Wir müssen ihnen helfen. Okay, eine Folge heißt. Dieser arme Tauren hier ist bei der Flucht aus dem Blutgiftposten nur knapp mit dem Leben davongekommen. Wenn wir verhindern wollen, dass er sich wie all die anderen in eine Schleimkreatur verwandelt, werden wir die Infektion behandeln müssen. In der Nähe der hellen, grünen Gewässer in dieser Gegend wachsen viele Pilze, zum Beispiel am Teich im Osten, zwischen den Wasserfällen. Die meisten von ihnen sind zu nichts zu gebrauchen, aber die hellgrün leuchtenden müsst ihr für mich sammeln. Aus ihnen kann ich etwas Schmackhaftes zubereiten, das den Armen hilft. Warum dem Armen? Ach so, dem Armen, nicht den Armen, dem Armen hilft. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich dachte gerade schon, das hat nämlich gar keinen Sinn ergeben. Der besudelte Schlamm. Dies alles begann mit Winna Hazard. Sie war eine Apothekerin der Verlassenen im Blutgiftposten, die Methoden erforschte, wie man den dämonischen Schlamm gegen die Allianz einsetzen könnte. Wir haben sie davor gewarnt. Sie würde zu weit gehen, aber sie wollte nicht hören, und wir haben nicht schnell genug gehandelt. Jetzt sind sie und jeder andere im Blutgiftposten nichts weiter als hirnlose Schleimkreaturen. Die widerlichen Schlämme, die sie verwendet hat, streifen noch immer in der Nähe der Tümpel im Süden umher. Ich flehe euch an, Krieger. Zerstört sie, sodass sie nicht weiterhin so Böses verbreiten können. Auf bald. Also, Pilze einsammeln und eklige Kreaturen abmurksen. Ich glaube, das kriege ich hin. Das ist zu weit entfernt. Nummer 1. Das sind diese komischen Pilze hier. Ich habe kein Ziel. Ja, es sieht auch echt eklig aus, ne? Dieser ganze Schmodder hier. Es ist schon viel giftgrüner geht's nicht. Viel giftgrüner geht es nicht. 4 von 7. Oh, diese Höllling-Kreatur, diese Höllchen, die waren mal früher relativ selten. Aber ich glaube, das haben sie ordentlich gebufft, weil wenn ich mich jetzt hier mal umsehe, sehe ich hier gerade 2 Stück, hier und hier. Also, anscheinend nicht mehr so selten. Aber ich weiß, dass ich damals mal auf die Jagd nach diesen Viechern gegangen bin. Da wollte ich, das sind halt Pets, ne, da wollte ich die unbedingt haben. Ja, damals hat mich das richtig viel Zeit gekostet, aber mittlerweile haben sie das anscheinend so dermaßen totgebufft, dass es mittlerweile überhaupt gar kein Problem ist, mehr an diese Viecher ranzukommen. Ich meine, wenn ich innerhalb kürzester Zeit 2 Stück davon sehe, Entschuldigung, dann kann es nicht so schwierig sein, da dran zu kommen. Oh, Pilze habe ich jetzt alle. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Schleimlinge. Hier, da unten sind noch welche. Ich muss näher. Sehr schön. Komme ich jetzt hier hoch? Zack. Ah, die weit
Denk da an die hellgrün leuchtenden Pilze. Ja, die habe ich ja. Die meisten Leute denken, dass das grüne Leuchten auf dämonische Verderbnis hinweist. Aber wenn man ein Auge für Farben und Schattierung hat, dann kann man sehen, dass dies die Energien des smaragdgrünen Traums sind. Diese kleinen Pilze werden nicht durch die Gewässer verdorben, sondern sie tun ihr Bestes, um sie zu läutern. Jetzt pürieren wir sie und machen einen leckeren Brei für den Herrn Tauren. Wenn er die gegessen hat, wird er sich besser fühlen. Augen auf, Herr Tauren. Hier kommt der Hippogriff und will sich rächen. Was ist der Ruf der Natur? Geläutertes Blutgift. Nun scheint es wieder gut zu gehen. Was führt euch hierher? Mein Zorn wird durch diese Neuigkeiten gemildert. Vielleicht wird es mir jetzt leichter fallen, mich zu erholen und zu genesen. Und vielleicht kann sich mein Magen ebenfalls beruhigen. Seid vorsichtig. Gibt es Ärger? Herr Tauren hat mir viel darüber berichtet, was am Blutgiftposten geschehen ist. Er sagte, Winna Hazard ist noch immer dort. Sie ist nicht mehr zu retten, aber das, was von ihr übrig ist, produziert reichlich neuen Schleim. Wir müssen ihn aufhalten. Glücklicherweise habe ich einen Plan, Herr Tauren. Glücklicherweise habe ich einen Plan. Herr Tauren sagte, Winna hätte früher ein Kätzchen gehabt. Sie hat ihm verdorbenes Schleimwasser zu trinken gegeben. Daraufhin ist es in die Wälder gelaufen. Ich sah im Südosten hinter dem Blutgiftturm etwas herumschleichen, aber es war größer als ein Kätzchen. Sieht mal nach, ob das Miezekätzchen eine Ohrmarke trägt. Das Vieh ist bestimmt mutiert. Auch durch dieses ganze Giftschmarrnzeug. Ihr seht ja diese ganzen Tauren hier, diese Schleime auf dem Kopf haben. Bin da irgendwie wahrscheinlich manipuliert. Hier, Winners Kätzchen, ist ein verdammter Tiger geworden. Execute. Nochmal execute. Ich brauche ein Ziel. Wenigstens konnte ich es noch kürschnen. Das ist ja eigentlich, schließt unten auf gelisteten. Achso, täglichen Haustier-Quests ab, ne. Wie kann ich euch helfen? Hallo? Habt ihr das Kätzchen gefunden? Armes kleines Miezekätzchen, leidet schon so lange dort draußen in den Wäldern. Ihr habt dem armen Ding etwas Gutes getan. Und auch all den Reisenden, die es noch gefressen hätte. Diese Ohrmarke wird sich als nützlich erweisen. Giftmüllbeseitigung. Winna ist in die Quelle des Schleims am hinteren Ende des Blutgiftpostens im Westen eingeklinkt. Sie sorgt dafür, dass der Schleim weiterfließt und die Brunnen sorgen für ihren Schutz. Aber wenn ihr ihre Aufmerksamkeit erregen könnt, nehmt die Ohrmarke und zeigt sie Winna. Wenn nur ein kleines bisschen von der alten Winna in ihr übrig ist, kommt es vielleicht zum Vorschein. Vielleicht wird ihr Bedauern für die arme, verlorene Mizi Oberhand gewinnen. Vielleicht wird sie noch einmal Mitleid haben und sie wird vielleicht aus dem Schleim herauskommen. Und dann könnt ihr sie vielleicht töten und den Schleim aufhalten. Juhu. Ah, ich habe das richtig. Hürk. Könntet ihr bitte... Hürk. Entschuldigt, mir ist ein wenig... mein Magen. Wenn ihr euch zum Blutgiftposten am Westen begebt, könntet ihr mir bitte... Hürk. Befreit einfach das, was von meinen Freunden übrig ist, von ihrem Elend. Und jetzt geht, in eurem eigenen Interesse. Urk. Mögen die Vorfahren. Sehr schön. Jetzt geht in eurem eigenen Interesse. Das ist zu weit entfernt. Ein Schleimsklave. Aber zu retten sind die ja nicht mehr, ne? Man muss sie halt echt nur noch hier von ihrem Elend befreien. Execute. Ich brauche ein Ziel.
muss näher ran. Wo ist denn die Winner? Die müsste ja auch irgendwo hier sein. Das war übrigens ein schöner, schöner Proc vom Crusader gerade. Da hatten wir übrigens gerade auch wieder einen Sultrase-Proc hier. Ja, das hier, das Gift. Das ist zu weit entfernt. Da haben wir einen Crusader-Proc bekommen. Ja, ich fighte mich jetzt hier einfach durch. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. 915er Crit. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Dann machen wir ja gar keinen Schaden. Was ist das denn? Was ist die gute? Miezi, Miezi, es tut mir so leid, Kitty. Komm zurück, lass mich nicht zurück. Oh, zu spät unterbrochen. Ah, es tut mir leid, die Winner. Ich glaube übrigens, hier konnte man früher auch tatsächlich questen, hier im Blutgift posten. Ja, das kam, glaube ich, auch mit dem Kataklysmus. Also früher konnte man hier immer questen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so war. Dass es hier mal wirklich ein Questgebiet tatsächlich auch dargestellt hat. Denn eigentlich war ich auch ziemlich sicher, das hatte ich auch gar nicht mehr vor Augen, also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch ein Gebiet sein wird, wo wir questen müssen. Also hier sieht man ja auch überall die Banner der Horde und Blutgiftpfosten war halt ja für die Horde schon ein ordentlicher Stützpunkt. Ne? Und dass das jetzt hier natürlich so zugrunde gegangen ist durch die ganzen Schleime und diesen Vorfall hier mit dem Giftzeugs, das ist natürlich ungünstig. Schwächt die Horde definitiv hier im Teufelswald. Hab Dank, Krieger, ich fühle mich viel besser und es ist gut, dass diese Monstrositäten fort sind. Ihr solltet euch vielleicht trotzdem ein wenig von mir fernhalten, sicherheitshalber. Geht in Frieden. Was ist der Ruf der Natur? Hurra, der Wald wird jetzt sicherer sein. Ihr seid ein solcher Held. Für alles, was ihr für mich und Herrn Tauren und die Bäume und die Tiere und Blumen getan habt, verdient ihr eine Belohnung. Juhu! Gürtel des Bedauerns. Na toll. Whisper Windhain, ihr wart hier eine so große Hilfe. Ich werde hier bleiben und mich um den armen Herrn Tauren kümmern, bis er sich nicht mehr ganz so oft übergibt. Warum geht ihr nicht so lange nach Whisper Windhain im Norden? Da ist es wirklich schön und alle Druiden sind dort richtig nett. Bitte richtet Frau Purehain aus, dass es mir hier gut geht. Sie soll sich keine Sorgen machen, wenn ich mal länger weg bin. Vielleicht wird sie euch bitten, ihr mit den Blumen zu helfen. Das macht so viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, es ergibt ja gar keinen Sinn, was das da für ein Gerede ist, aber... Soll ich die jetzt anlegen? Ne, bin ich jetzt bis angezeigt. Ja, Parry ist halt... Es wäre halt was für eine Tankspec, ne? Aber ich will nicht noch irgendwie überflüssige Rüstungsgegenstände behalten. Nur damit ich dann irgendwie mal tanken kann, ne? Also bei grünen Sachen, da kann man schon mal einen Punkt machen, glaube ich. Ja, und das sind übrigens diese Viecher. Das sind übrigens diese Viecher, die man damals. Das war halt eine dieser Taktiken. Ich hab's ja schon ein paar Mal erzählt. Das war eine dieser Taktiken. Wenn man dann mit Level 55 oder so, wenn man halt ins Teufelswald gehen konnte, früher war es ja halt nicht diese Skalierungs.
Geschichte, dann, keine Ahnung, mit 52 oder so, da kommt man halt als erstes in den Teufelswald gehen. Da hat man dann gesagt, gut, ich mache jetzt keine Quests mehr, sondern ich level bis Level 60 nur, indem ich diese Mobs grind und töte. Und die haben halt Urfeuer gedroppt und Urfeuer war halt damals richtig ordentlich was wert. Und damit konntest du dann halt easy peasy dein Mount finanzieren. Weil damals 1000 Gold halt noch ein Vermögen waren. 1000 Gold. Stellt euch das mal vor, 1000 Gold ist heutzutage nichts. Aber auch wirklich gar nichts. 1000 Gold ist wie da, ist so viel wie damals. Ein Gold? Vielleicht? Allerdings ist es mittlerweile auch einfacher, Gold zu verdienen, wegen, auch allein schon, weil die Wirtschaft halt größer geworden ist. Also Reichtum für alle, so nach dem Motto. Hier habe ich übrigens auch noch nie gequestet. Tatsächlich. Das kommt mir völlig unbekannt vor. Gut, liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play. World of Warcraft, macht's gut bis dahin. Ciao.